Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte zu zwei Dingen Stellung nehmen. Was ich in den Reden von Kollegen Röwekamp und vom Kollegen Hilz über die bremische Wirtschaft gelernt habe, hat mich jetzt wieder erstaunt. Ich habe den Kollegen Röwekamp so verstanden, dass er gesagt hat, naja, Einzelhandel ist ein bisschen, Gastronomie läuft nicht so gut, aber im Kern ist die bremische Wirtschaft stabil. Und deswegen muss man jetzt auch nicht 1,2 Milliarden Euro Schulden aufnehmen, um irgendwelche Folgen zu retten. Vielleicht war es nicht so gemeint, aber ich habe deutlich zugehört und habe so verstanden. Der Kollege Hilz will unbedingt die Wirtschaft entfesseln. Ich weiß gar nicht, ich habe noch selten Leute hier mit Fesseln, Handschellen irgendwie gesehen. Also das ist ein Zeug, was diese Phraseologie nutzt uns in der jetzigen Zeit wirklich auch nicht. Ich will darauf aufmerksam machen, dass es aus meiner Sicht so ist, dass es nicht nur Gastronomie, nicht nur Einzelhandel ist, nicht nur Tourismus. Wenn man mal hinguckt, allein zu unseren Beteiligungen, und das war letzten Freitag der Fall, dann haben wir Ärger am Flughafen, dann müssen wir zur BRG gucken, dann müssen wir zum Hafen gucken, dann müssen wir in fast alle Bereiche der bremischen Wirtschaft reingucken, denn kein Bereich wird unbeeinflusst und so wie vorher aus dieser Krise hervorgehen. In unterschiedlicher Weise werden alle Bereiche der Wirtschaft und Industrie in irgendeiner Weise davon betroffen und wir sind gut beraten. Erstens genau hinzugucken, was passiert da gerade. Zweitens, wie können wir helfen, zum Beispiel den Flughafen die Liquidität erstmal zu sichern. Ja? Und dann zu gucken, was ist eigentlich in der Perspektive mit Luftfahrt, weil die Luftfahrtunternehmen in Deutschland sind auch in Schwierigkeiten. Das heißt, die Leute, die Firmen, die Flugzeuge bauen, kriegen möglicherweise auch Ärger. Also die Facette, mit der wir uns zu tun haben, ist deutlich, deutlich weiter gestrickt als einfach nur Gastronomie und Einzelhandel. Dessen müssen wir uns bewusst sein, diesem Problem müssen wir uns stellen. Hier wurde ja in Frage gestellt, ob 1,2 Milliarden eine Summe ist, die nicht viel zu hoch ist, weil sie ja ein Großteil, 20%, ich habe es nicht so ausgerechnet, aber ein Großteil unseres Haushaltes bedeutet. Für mich ist das nicht das Maß. Ich habe mal versucht zu gucken, was könnte ein Maß sein für eine auskömmliche Krisenbewältigungssumme. Und ich habe mich daran den Bruttoinlandsprodukten der Länder orientiert. Und wenn man das ins Verhältnis setzt, zum Beispiel Bayern mit einem Bruttoinlandsprodukt von 632 Milliarden, bislang beschlossenen Soforthilfen von 20 Milliarden oder von Konjunkturprogrammen von 20 Milliarden, dann sind das im bayerischen Maßstab etwas über 3%, 1,2 Milliarden auf Bremen reduziert, sind auch ungefähr 3%. Das geht jetzt ja nicht um Euro. Aber wenn man eine wirtschaftliche Krise beurteilen will, finde ich, kann man einen Blick aufs Bruttoinlandsprodukt werfen und gucken, was kann man eigentlich dagegen tun und wie viel Geld muss man in die Hand nehmen. Ein letztes Wort zu der Frage Schulden. Es ist ja ein immer wiederkehrendes, immer wieder perpetuierter Vorwurf. In diesem Raum oder in diesem Parlament gäbe es Menschen und Parteien und Politikerinnen und Politiker, die Schulden machen wollen, um des Schuldenmachens Willens. Ungefähr wörtlich, was der Kollege Röwekamp gesagt hat. Ich kenne niemanden in diesem Raum, der das jemals gefordert hat. Möglicherweise sind wir verdächtig, das zu tun, oder der Vorwurf ist auf die Linke gezielt. Aber ich mache darauf aufmerksam, wer mich kennt, ist, seit ich in diesem Parlament sage ich immer, wenn wir Schulden machen müssen, ist das blöd, und wenn, dann nur, um schlimmere gesellschaftliche Schulden zu verhindern. Und genau in der Situation sind wir jetzt auch. Wirtschaft, Gesellschaft, soziales Leben ist in einer ernsten Bedrohung. Und wenn wir jetzt nicht Schulden aufnehmen in Geld, dann haben wir in der Zukunft andere Formen von Schulden, die wir wahrscheinlich dann möglicherweise mit Geld nicht mehr ausbügeln. Ich sage nur auch das Wort Klimawandel. Und ich bin sehr dafür, dass wir uns jetzt nicht darauf konzentrieren, den alten Zustand wiederherzustellen, sondern einen besseren, und dabei berücksichtigen die Erkenntnisse, die wir in den letzten 10, 12 Jahren im sozialen, im klimatechnischen und in allen anderen Bereichen gewonnen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.